So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe schon länger nichts mehr hochgeladen und ich dachte mir, was ist besser als ein Diskussionsvideo, was man eben schnell machen kann und auch Content für euch beinhaltet, den ihr auch dann angucken könnt, ja? Also wir machen die Diskussionsvideos immer sehr viel Spaß. Ja, was ist das heutige Thema? Ich halte mich kurz, ich habe gerade schon aufgenommen und dann war ich wieder so total über der Zeit. Das heutige Thema ist, ihr könnt es in der Überschrift lesen, Nintendo hat DLC, also Downloadable Content für The Legend of Zelda Breath of the Wild angekündigt. Ja, und das ist in den Social Media Plattformen ziemlich hoch und runter gegangen. Es gibt Leute, die sind sauer, es gibt Leute, die sind neutral, es gibt Leute, die sind positiv darüber. Ich bin derjenige, der sagt, hey, ich bin offen für DLC, ja, mehr Inhalt ist okay für mich, ich bezahle gern dafür, solange der Inhalt es wert ist und tatsächlich auch neue Inhalte bietet, die für das Geld, richtig eingesetzt werden. Ja, also nicht irgendwas, wo man sagen würde, hey, das ist völliger Quatsch. Warum wird das in das Spiel gepackt? Ja, in den DLC meine ich, wenn man das vielleicht schon ins Spiel reinpacken könnte. Und das ist auch der erste Punkt, warum viele Leute sagen, hey, WTF? Ja, warum wird das jetzt angekündigt? Vor allem, warum vorm offiziellen Release? Nintendo hat das DLC nämlich angekündigt vorm offiziellen Release. Ja, wir haben heute den 17.02., wo ich das aufnehme hier. Und das DLC wurde am 14.02. angekündigt und am 3.03., ja, also am 3. März nächsten Monat, da kommt das Spiel erst raus. Und Nintendo hat aus irgendeinem Grund jetzt schon gesagt, hey, ja, wir kündigen schon mal DLC an. Und jeder fragt sich, warum? Was ist da los? Was ist das Timing? Ja, keiner weiß es mal wieder. Nintendo hat mal wieder selbstständig irgendwas getan und keiner weiß warum. Und viele Leute sagen da, warum wird das getan? Das kommt mir jetzt so vor, als ob das Content wäre, der zurückgehalten wird, der eigentlich im Spiel enthalten sein soll. Ja, von Anfang an. Und das kann ich gut nachvollziehen, denn das Timing ist echt das dümmste Timing, was sich Nintendo hätte ausdenken können. Ja, man hätte warten können, dass das Spiel rauskommt und dann sagen können, okay, wir warten ein paar Monate. Beziehungsweise ein paar Monate mehr oder Wochen und dann sagen wir, hey, es gibt DLC. Ja, das lässt das dann nicht erscheinen, als ob das Spiel quasi Inhalt weggeschnitten bekommen hat, um das ins DLC zu packen. Ich glaube persönlich aber nicht, dass das Inhalt ist, der zurückgehalten wurde, denn Iwata oder Miyamoto, ich weiß nicht, wer es war, hat damals schon selbstständig gesagt, hey, wir werden das nie tun, wir werden nie DLC irgendwie verkaufen und dass das Inhalt ist, der zurückgehalten wird, ja. Obwohl das Spiel eigentlich fertig ist und das darin enthalten sein soll, sowas tun wir nicht. Und deswegen, ich glaube, Nintendo in dieser Hinsicht da, dass sie das nicht machen. Nintendo ist eine Firma, die immer sehr kundenorientiert ist, die ist sehr freundlich. Kommunikation ist scheiße. Ich sage nur die Switch. Wir wissen immer noch nicht, wie die Switch im Menü aussieht und was sie alles kann. Internettechnisch, Systemeinstellungen, alles andere, Oberfläche, User-Oberfläche, wissen wir noch nicht. Zumindest nicht offiziell von Nintendo. Ja. Vielleicht merkt ihr es, ihr denkt wahrscheinlich jetzt, hä? Ihr nimmt das jetzt am 14., am 17.02. auf und gestern wurde was Fettes geleakt. Ihr habt recht. Vor ein paar Stunden gestern wurde ja das erste Mal eine Nintendo Switch verkauft. Ja, offiziell, nicht offiziell, aber vorm offiziellen Verkauf statt am 3.03. hat einer in Amerika oder Kanada, ich bin mir nicht sicher, auf NeoGAF gepostet, dass er die Switch schon vorher bekommen hat von seinem Händler. Ganze, ich glaube, ja, jetzt 15 oder 16 Tage vorher, was ja nicht sein darf, ja. Und da hat er jetzt einiges von geleakt und Fotos und Videos gemacht vom System. Da wissen wir jetzt einiges, aber leider soll das ja nicht so sein. Normalerweise soll sich ja Nintendo darum kümmern, die Informationen uns zu geben. Und bis jetzt ist ja noch nichts passiert. Naja, ich glaube nicht, dass da noch was passiert. Wir werden sehen. Ich fände es schön, wenn ja, aber ich glaube, Nintendo wartet, bis wir die Konsole selber haben. Das ist echt, keine Ahnung. Naja, Kommunikation bei Nintendo echt nicht so toll. Ja, auf jeden Fall, das DLC wird, glaube ich, nicht zurückgehalten, ja. Der Inhalt meine ich und das glaube ich Nintendo mal. Ja, Timing ist also echt für den Arsch. Warum auch immer die das so gemacht haben. Was ist denn das DLC überhaupt, fragt ihr euch? Ich kann euch das Ganze mal einblenden, es ist sowieso schon eingeblendet. Ich werde hier nicht viel fancy hin und her machen. Ich werde das am Anfang auch direkt zeigen. Ich habe leider die englische Version gescreenshottet, warum auch immer. Aber ich fange mal an. Wie ihr sehen könnt, gibt es insgesamt drei Kategorien im DLC. Es gibt DLC Pack 1, DLC Pack 2 im Sommer und im Winter. Und direkt am Anfang gibt es, sobald ihr das Spiel kauft am 3.3. und ihr das DLC gleichzeitig miterwerbt, bekommt ihr schon am 3.3. am Launch Day einen Bonus im DLC. Ja, und zwar ist das der Expansion Pass Bonus. Es gibt in diesem Bonus Pack drei neue Schatztruhen. Nur Schatztruhen, mehr nicht. Im großen Plateau, in der Startarea, im Startareal. Und man bekommt in diesen Schatztruhen useful Items. Ja, also nützliche Items, die man im Spiel benutzen kann. Frage ist da auch wieder, sind das Items, die
den Spielfluss stören, ja, quasi Pay to Win, so ein ähnliches Konzept, dass man quasi sehr starke Items bekommt, direkt am Anfang, nur wenn man Geld ausgegeben hat, die dann das Spiel erleichtern, was scheiße wäre, ja. Auch wieder ein Kontoargument. Und dann gibt es ein Item davon, ist ein exklusives Ingame-Kleidungsstück, ja. Und es wurde tatsächlich schon gesagt, was das ist, ob ihr es glaubt oder nicht. In einer Schatztruhe befindet sich ein Nintendo Switch-Shirt, ja, mit dem Nintendo Switch-Logo drauf. Ja, warum auch immer man dafür Geld ausgeben muss. Und ich habe keinen einzigen Mensch gehört bis jetzt, online, im Podcast und in Videos, der gesagt hat, Mensch, das Shirt ist so geil, das will ich unbedingt, das werde ich immer tragen. Das ist der größte Quatsch von Nintendo, warum Nintendo dann ein T-Shirt reinpackt mit Nintendo Switch drauf. Ja, erstmal zerstört das total die Spielimmersion. Ja, also man fühlt sich im Spiel gefangen, man spielt das Spiel und denkt, man wäre in der Welt. Ja, man ist in diesem Bereich des Spiels gefangen, man taucht in die Welt von ja, Hyrule ein im Spiel und dann kommt auf einmal so eine Schatztruhe mit einem Nintendo Switch-Shirt, ja, was überhaupt nicht in die Hyrule-Welt passt. Einfach so, da wird total diese Spielimmersion gebrochen. Warum? Ich weiß es nicht. Ist in dem DLC-Pack im Expansion-Bonus drin, ja. WTF, sag ich da nur. Und, ja, das bekommt man auf jeden Fall direkt, wenn man das Spiel kauft und den DLC-Pack, das DLC-Season-Pass sich besorgt, bekommt man das am 3. März automatisch mit dabei. Dazu muss gesagt sein, das Ganze ist kein DLC, was man kaufen kann, wann man will. Man kann nicht sagen, hey, ich hätte gern DLC-Pack 1 oder DLC-Pack 2. Nintendo macht einen Season Pass daraus. Was ist ein Season Pass? Ein Season Pass ist der Zugang zu einem bestimmten Zeitrahmen, in dem man sich alles DLC, was in diesem Zeitrahmen erscheint, auf einmal kaufen kann. Ja? Dazu muss man aber vorher sagen, Season Pass ist vorher. Also man gibt vorher Geld aus, man kriegt die Versprechung, alles. Man kriegt das Versprechen, alles zu bekommen, was dann rauskommt. Man weiß aber nicht, was es ist, ja, weil das DLC wird später erst richtig enthüllt. Vorher kann man es aber schon kaufen. Das ist der Sinn eines Season Passes, dass man in diesem Season, also in diesem Zeitrahmen, alles bekommt, was man für das Geld ausgibt. Ja. Und das macht Nintendo auch. Das ist kein gutes Format, wie ich finde, weil man, wie gesagt, nicht weiß, was man bekommt. Auch wenn es hier steht, sind es trotzdem nur Stichpunkte. Man weiß nicht, wie es aussieht. Ist es das Geld wert? Weiß man alles nicht. Und das ist ein weiteres Kontraargument, warum viele sagen, das ist total scheiße. Und damit stimme ich auf jeden Fall zu. Zeitrahmen ist kacke. Und dass das ein Season Pass ist, warum auch immer. Dazu muss man aber sagen, dass das Nintendo schon bei Hyrule Warriors gemacht hat damals. Und das haben nicht so viele nicht gewollt. Ja, die meisten haben gesagt, cool. Und natürlich ist jetzt Zelda Breath of the Wild ein Game, was ein Launch-Titel ist und deswegen sind da viele empfindlich. Ja? Und vor allem Zelda war ja nie ein Spiel, wo es DLC für gab, zumindest nicht in einem Main-Zelda-Game. Ja, ist auch, was viele sagen, das ist ja kacke. Zelda soll so bleiben, wie es ist. Es soll ein Spiel sein, was fertig ist und nicht irgendwie noch so ausgebeutet wird mit DLC. Kann ich auch verstehen. Ich persönlich finde es nicht schlimm, weil, wie gesagt, am Anfang mehr Content für mich ist besser. Warum nicht? Ja, ich gebe dafür gern Geld aus, wenn es ja, gewährleistet ist, dass ich dafür den Content bekomme, für den ich bezahle. Ja, nach dem Bonus-Pack, wie gesagt, totaler Quatsch. Weiß ich nicht, warum es das gibt. Gibt es DLC-Pack 1. Das ist das erste große DLC-Pack, was es für das Spiel gibt, wo man dann sagt, hey, das ist der Inhalt, den ich auf jeden Fall schon mal jetzt bekomme. Ja, das ist das, wo man sagen kann, hey, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, das zu bekommen, nicht wie beim Bonus. Und zwar im Sommer 2017, hier schon wieder eine ganz vage Zeitangabe, gibt es das DLC Pack 1. Und was ist darin enthalten? Ihr könnt es lesen. Es gibt eine neue Challenge, einen neuen Challenge-Modus, und zwar die Cave of Trials. Ich bin nicht sicher, wie es im Deutschen heißt. Quasi eine Dungeon-Höhle, in die man gehen kann und dann quasi wieder wie den alten Zeldas Ebene für Ebene Gegner Wellen besiegt, bis man dann am Ende irgendein Special-Item bekommt. Ja, und das gab es in den Zelda-Games vorher immer 100%ig vorher im Spiel schon eingebaut. In dem Game hier ist es aber als DLC verkleidet, was ich auch nicht so toll finde. Da könnte man eventuell sagen, das ist vielleicht zurückgehalten worden im Content. Bin mir mal nicht sicher. Dann gibt es einen neuen Hard-Mode. Und das ist ein Punkt, wo viele Leute sagen, was ist damit gemeint? Ja, einige Leute denken sich, das ist der Hard-Mode, also der Hero-Mode, den es im normalen Zelda Spiele auch von Anfang an immer gibt, ja, quasi wenn man das Spiel einmal durch hat, kann man das Spiel nochmal neu starten und dann gibt es die Möglichkeit, das Spiel in einer mehreren und härteren Schwierigkeitsstufe zu spielen, ja. Zum Beispiel verliert man mehr Leben, wenn man getroffen wird, Gegner sind schwerer zu besiegen, es gibt neue Item-Placements, ja, und so weiter und so fort. Und da denken einige, ist es das? Weil das wäre auf jeden Fall gekarteter Content, der normalerweise drin sein muss. Oder ist das ein komplett anderes Hard-Modus-Spiel, ja, was neu ist. Ich bin der Meinung, weil es da steht,
New Hard Mode, dass es ein neuer Hard-Modus ist, ein neuer Schwierigkeitsmodus, der noch nicht in den Zelda-Teilen vorher war, mit ein paar anderen kleinen Änderungen, die das Spiel noch attraktiver machen. Na, vor allem, weil da steht New vor. Wenn da nicht New vorstehen würde, wie bei anderen Sachen, zum Beispiel Additional Map Feature, dann könnte man schon sich denken, dass es das alte ist, aber es scheint neu zu sein. Ist auf jeden Fall eine attraktivere Sache, ja, trotzdem nicht ganz genau eine Sache, wo ich sagen kann, hey, will ich unbedingt. Dritter Punkt im DLC Pack 1 ist Additional Map Features, ja, also zusätzliche Karten-Features. Da auch wieder, sehr vage formuliert, man weiß nicht, was es ist, ja, es gibt ja in dem Game mit der Nintendo Switch und auch bei der Wii U Version eine große Karte, die man unbedingt braucht, denn das Spiel ist ja, wie ihr sicherlich wisst, riesengroß, ja, es gibt eine riesengroße Fläche, man kann sich frei bewegen, überall hingehen und die Karte hilft einem halt dabei, einen Überblick zu behalten, wo man gerade ist. Und in dem DLC-Pack gibt es eine neue Funktion für die Karte, man weiß nicht, was es ist, aber es ist wohl so viel wert, dass man das ins DLC packt. Keine Ahnung, wer weiß. Ja, das ist DLC Pack 1. Auch hier wieder nicht so unbedingt da, wo ich sagen würde, hey, brauche ich unbedingt. Jetzt kommt aber das, wo ich sagen würde, okay, das ist auf jeden Fall etwas, was dem Preis den von 20 Euro gerecht wird. Wo ich sage, hey, DLC Pack 2 im Winter 2017 ist für mich alleine schon 20 Euro wert. Ja, und zwar gibt es da, das ist das dicke Stück, was eigentlich das Herz des DLC Season Passes ist. Es gibt im DLC Pack 2 im Winter 2017 eine neue Story. Ja, eine neue Story, das heißt ein komplett neuer Gameplay-Hang im Spiel. Ja, nicht, es gibt ja die Main Story im Spiel selber, die originale feste Story, die man folgen muss im Spiel oder kann. Man hat die Freiheit in dem Game. Es gibt dann im DLC Pack 2 eine neue Story. Ja, das ist quasi ein richtig neuer Content, ein richtig neuer Inhalt, der auf jeden Fall alleine schon die 20 Euro wert sind. Für mich. Ja. Man weiß nicht, wie gesagt, wie lang die Spielzeit ist. Lohnt es sich wirklich? Was ist neu? Weiß man nicht. Ja. Dann gibt es den Punkt 2, der auch ganz gut ist. Es gibt einen neuen Dungeon. Ja. Also einen neuen Challenge Dungeon. Es ist Einzahl. Bedeutet wahrscheinlich, ist es ein großer, hoffentlich, Dungeon, der neu ist. Der wird wahrscheinlich auch in die Story integriert sein, also von daher kann man das dazu zählen. Und dann gibt es noch weitere Herausforderungen, ja, Additional Challenges, wo man nicht weiß, was es ist, auch hier wieder sehr vage, aber auf jeden Fall sind sie aber enthalten. Ja, und das war quasi alles, was in dem DLC drin ist, im Season Pass. Für mich auf jeden Fall ist DLC Pack 2 am meisten wert. Wenn ich die Möglichkeit hätte, DLC Pack 2 einzeln zu kaufen, würde ich das tun. Ja? Da bin ich auch nicht der Einzige. Wie gesagt, das haben viele andere auch im Kopf, aber das geht leider nicht, weil der Season Pass einen dazu zwingt, alles auf einmal zu kaufen und vorher sogar Geld auszugeben, obwohl man gar nicht weiß, wie das DLC im Gameplay-mäßig überhaupt aussieht. Und das ist auf jeden Fall was, wie gesagt, im Social-Media-Bereich ganz oft hin und her diskutiert wurde. Ich bin der Meinung, es lohnt sich. Ja, ich bin nicht der größte Zelda-Fan. Das ist das erste Zelda-Spiel in der Zelda-Reihe, wo ich sage, hey, muss ich auf jeden Fall spielen. Ja, klar, es ist der einzige gute Launch-Titel, deswegen hole ich es mir sowieso. Aber von der Ankündigung damals, ja, bis hin zum fast schon Launch, bin ich der Meinung, dass ich das Spiel auf jeden Fall sowieso gekauft hätte, auch wenn es kein Launch-Titel gewesen wäre und es erst im Sommer oder Winter rausgekommen wäre oder sogar nächstes Jahr. Ja, weil ich mag Open-World-Spiele sehr gerne und ich glaube, da werde ich sehr viel Zeit mit verbringen mit diesem Game. Und deswegen bin ich der Meinung, hey, allein schon die neue Story, der Dungeon und die Additional Challenges sind schon für mich viel wert. Und das ist auf jeden Fall das Geld wert. Ja, die 20 Euro. Wenn man ein Fan ist von Nintendo, gibt man gerne Geld aus, das sage ich schon mal so. Und natürlich bin ich da auch ein bisschen voreingestellt, ja, voreingenommen, weil ich halt ein Fan bin oder ein Enthusiast, ja. Aber naja, muss man so oder so sehen. Ist auf jeden Fall noch wichtig zu wissen, was genau drankommt, ja, wie die Story aussieht, was ist neu, hier auch die Map-Features, der Hard-Mode, ja, The Cave of Trials Challenge, die Chests vor allem, die Items, die da drin sind, breaken die das Game? Ich hoffe nicht. Muss man gucken. Und ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, WTF, jetzt hat der Jan die ganze Zeit voll die Gegenargumente genannt, die jetzt quasi seine positiven Argumente am Ende überwogen haben. Ja, ist so. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass sich das lohnt. Ja. Trotzdem würde ich es raten, wenn ihr das hasst und es nicht wollt, kauft es euch nicht. Ja, ihr habt genug Zeit, das DLC später zu kaufen und abzuwarten beim Launch.
lohnen sich schon diese drei neuen Items. Oder wenn ihr weiter warten wollt, wartet ihr bis Sommer und schaut dann, okay, was sind die Features? Ich hoffe, das DLC kann man dann auch kaufen, ich glaube ja. Und ja, fertig. Ja, wenn ihr das DLC nicht wollt und dagegen seid, habt ihr das Spiel, was sowieso fertig ist schon, spielt das durch. Wenn ihr dann meint, okay, jetzt habe ich das Spiel durchgespielt, habe alles 100%, was sehr schwer sein wird, und euch dann denkt, hey, jetzt gibt's noch diese DLC, wo ich ein bisschen schlecht gelaunt war drüber, guckt euch an, was es dann ist, ja, und derzeit habt ihr bestimmt schon einige Reviews davon und könnt dann immer noch entscheiden, ob ihr es wollt oder nicht. Das ist mein Ratschlag. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, nicht am Anfang direkt, ja, weil ich ein bisschen auf mein Geld achten muss momentan, aber wenn ich weiß, okay, es ist es wert und ich habe noch ein bisschen mehr Geld übrig, dann kaufe ich es auf jeden Fall. Soweit von mir. Ja, ich hoffe, ihr habt einiges in dem Video gelernt über meine Meinung. Ich tue mir gerade schwer, das Video jetzt abzuschließen und wirklich hochzuladen. Ich tue es. Ich bin auf jeden Fall nicht müde, auch wenn es so klingt. Ich hatte gerade das Problem, dass ich ja mal wieder ein bisschen mit mehr Schwung reden wollte, ein bisschen lauter, und hatte dann das Gefühl, wenn ich das tue, dass dann meine Stimme nicht so toll klingt und nicht so hochqualitativ klingt. Jetzt bin ich ganz nah vom Mikrofon hier, was natürlich dann schön meine Stimme hervorhebt, und rede ein bisschen leiser, ja, und ein bisschen ruhiger. Vielleicht ist das besser, vielleicht mache ich das nächstes Mal auch so. Müsst ihr mir sagen, lasst auf jeden Fall einen Kommentar unten da. Schreibt auf jeden Fall, was ihr zum DLC so denkt, ob ihr es euch holt, was ist für euch positiv, was ist für euch negativ. Stimmt ihr mit meinen Argumenten überein? Wer weiß, würde ich gerne wissen. Ansonsten, Leute, die Switch ist unbedingt, die Switch ist auf jeden Fall schon um die Ecke. Ja, nur noch ein paar Tage, dann ist es soweit, wir haben die Switch in der Hand und können The Legend of Zelda Breath of the Wild zocken, ja. Da habe ich schon mega Bock drauf. Kannst kaum abwarten. Und ja, verabschiede mich. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Ja, ich wollte es kurz sagen. Jetzt rede ich schon wieder 20 Minuten. Meine Diskussionsvideos sind immer so kurz. Oder lang, in dem Fall. Nicht kurz. Keine Ahnung, was ich da meinte. Ja, bevor ich jetzt noch weiterrede und jetzt in die Länge ziehe. Ciao mit V. Tschüss mit uns. Und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.